Hi. Heute wollte ich mal ein paar Worte über die Glorious GMMK Pro Tastatur verlieren, denn die ist jetzt auch zur Pre-Order erhältlich in Deutschland in mehreren Stores im ISO Layout. Und das wird halt wahrscheinlich auch wieder viele Leute freuen, denn endlich gibt es mal einen Pre-Built Mac in Premium mit Hot Swap und noch mega vielen anderen guten Features. Ich kann selbst nicht viel jetzt über die Tastatur sagen oder irgendwelche Worte da verlieren, weil ich sie schlicht und ergreifend nicht besitze und wahrscheinlich auch nie besitzen werde, außer ich komme da nochmal irgendwie dran und es lohnt sich halt irgendwie für mich. Ich kann nur sagen, von den Reviews, die ich bisher gesehen habe, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Man muss immer noch genau überlegen, was man genau haben möchte. Darüber wollen wir auch gar nicht sprechen, sondern wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, erstmal genau, dass es jetzt einen Release gibt. Ich glaube, das wissen noch nicht viele. Und dazu auch noch, was das eventuell bedeutet für jetzt den deutschen Markt oder generell den europäischen Markt, was sich da verändern wird. Denn das ist jetzt nur eine Annahme, das ist was, was ich glaube. Es wird sich einiges in der Form verändern, dass wir mehr Teile zur Verfügung bekommen werden. Denn in vielen Reviews wird darüber gesprochen, dass es ja auch jetzt Keycap-Sets geben wird, neue von Glorious. Und es gab ja vorher schon das eine schwarze Set im ISO-Layout. Relativ mager, weil ich meine, wer sich ein Custom-Mac baut, möchte nicht so gerne wahrscheinlich einfach nur ein ganz schwarzes Keycap-Set da haben. Aber die haben sich hingesetzt und haben jetzt neue gemacht, noch neben dem weißen ANSI-Kit. Es gibt jetzt welche in Farben, coole Sache, und da ist auch ganz klar drauf zu erkennen, dass das nur ANSI ist auf den Verpackungen, was im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass es noch entsprechend mehrsprachige ISO-Versionen davon geben würde, und das ist natürlich eine mega coole Sache, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, und das war es eigentlich auch schon, viel gelabert, aber mehr gibt es eigentlich gar nicht. Bleibt gerne dran. Ich bringe die nächsten Wochen auf jeden Fall viel Content. Ich werde ein Video machen über mein Board. Da habe ich ja in dem ersten Video auch ein bisschen drüber gesprochen. Und wir werden noch ein Budget-Build machen. Und dann noch ein Review von dem Board, was ich mir selbst bestellt habe. Das ist ziemlich cool. Das wird richtig nice. Von daher, vielen Dank erstmal auch für das ganze positive Feedback, was ich aktuell so bekomme. Dafür, dass der Channel gefühlt seit einer Woche am Leben ist. Mega geil. Bedanke ich mich hier nochmal. Vielmals, und wir sehen uns. Haut rein.